Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Schleswig-Holstein ist nicht nur das Land zwischen den Meeren und das schönste Bundesland, was wir haben, sondern es ist auch politisch manchmal schwieriges Terrain, aber immer interessant gewesen, auch in der Vergangenheit. Und Sie wissen, bis gestern hatten wir einen hartnäckigen Küstennebel, aber den haben wir gestern gelichtet. Und Stichwort Schulzzug sind auch ein Begriff. Die Chefstrategen, glaube ich, der SPD aus dem Willy-Brandt-Haus, die haben nicht bedacht, dass Kiel einen Kopfbahnhof hat. Da kann man nicht so einfach durchfahren. Da müssen alle Züge anhalten. Von daher, der Schulzzug, der steht jetzt in Kiel auf dem Abstellgleis und der kann abgeholt werden. Wir haben es geschafft. Wir sind zufrieden. Wir haben das 12. Landesparlament in Folge erobert und sind mit fast 6% ins Kieler Landeshaus eingezogen. Wir hatten einen sehr, sehr harten und aus meiner Sicht sehr unfairen Wahlkampf. Aus meiner Sicht völlig unabhängig von dem Ergebnis und dem Ausgang, muss ich Ihnen sagen, bin ich sehr erschrocken über den Zustand unserer Demokratie. Der Umgang mit der AfD erinnert mich eher an den Umgang mit Oppositionsparteien in anderen Ländern. Und auch Herr Stegner von der SPD hat da einiges zu beigetragen, indem er dazu aufgerufen hat, öffentlich das Personal der AfD zu attackieren. Und das ist das, was wir tagtäglich erleben und was wir auch in Schleswig-Holstein erlebt haben. Und an dieser Stelle erstmal beste Genesungswünsche an den Kollegen Herrn Brett in Stuttgart, dem man eine Holzlatte über den Schädel gezogen hat. Wir hatten das in Schleswig-Holstein, dass Pflastersteine in den Rücken geworfen wurden, dass wir nur unter extremem Polizeischutz wenige Veranstaltungen durchführen konnten. In Kiel selbst und auch Umgebung haben wir keinerlei Räumlichkeiten bekommen. Und wir haben es wirklich sehr, sehr lange probiert. Wir sind also massiv behindert worden. Von den Plakaten kann ich Ihnen sagen, 12.000 Plakate hatten wir. Wir haben 3 Plakatierungswellen geplant, weil wir schon mit entsprechendem Verschleiß gerechnet haben. Aber am Ende sind es dann rund 10.000 Plakate geworden, die entwendet wurden. Da reden wir nicht mehr über normalen Verschleiß, Schmierereien oder mal ein abgerissenes Plakat, was alle Parteien haben. Das ist systematisch erfolgt. Ich habe selbst plakatiert in meiner Heimatstadt Kaltenkirchen. Und die Plakate, die ich aufgehängt habe gegen Mitternacht, die waren am nächsten Tag schon alle wieder entfernt. Also da weiß ich zu berichten von einer systematischen Entfernung von AfD-Plakaten. Das war ein unfairer Wahlkampf. Wir haben im Straßenwahlkampf fast nicht stattgefunden. Wir sind natürlich auch ein recht kleiner Landesverband, haben auch nicht so viel aktive Mitglieder, sodass das natürlich für uns sehr schwierig ist, da immer nachzuplakatieren. Und wir hatten kein Unternehmen damit beauftragt, für uns die Plakate zu hängen. Wir haben trotzdem alles versucht, einen guten Wahlkampf zu machen. Ich denke, das ist uns dann auch trotzdem noch gelungen. An dieser Stelle auch noch mal vielen herzlichen Dank. Liebe Frau Weidel, dass Sie zu uns nach Kiel gekommen sind, haben Sie auch einen Eindruck bekommen von unserer schönen Hafenstadt in Kiel. Und selbst da hat die Polizei aus Sicherheitsgründen eine Infoveranstaltung, die genehmigt war, abgesagt. Mit der Begründung, man kann für unsere Sicherheit nicht garantieren. Das haben wir sogar schriftlich bekommen vom Polizeirevier 2 in Kiel. Alles in allem bin ich dann doch sehr zufrieden. Und ich muss sagen, gestern, Herr Stegner hat uns ja dann gleich wieder angegriffen auf N3 als Demokratiefeinde und Rechtspopulisten. Und er tut immer so, als würden wir die Demokratie abschaffen wollen. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Eine Partei, meine Damen und Herren, die 11.000 Mitglieder bewegt, sie zu wählen. Und das ist ein Gewinn für die Demokratie an sich. Und wir sind eine Partei, die für direkte Demokratie steht, für Volksentscheide auf Bundesebene. Und wir sind mit Sicherheit alles andere als Demokratiefeinde. Das betrachte ich von Herrn Stegner als pure Hetze uns gegenüber. Und das hat leider seine Außenwirkung nicht verfehlt. Und das muss sich ändern. Und das wird sich ändern, denn jetzt am Sonntag wird NRW ein, davon bin ich überzeugt, besseres Ergebnis einfahren als wir in Schleswig-Holstein. Und im September wird Frau Weidel und auch Herr Gauland, die werden auch ein ganz tolles Ergebnis einfahren für unsere Partei hier im Bund. Und ich bin überzeugt, dann wird sich einiges ändern in der Parteienlandschaft in Deutschland. Vielen Dank. Herr Meuthen, bitte. Ja, ich habe den Worten von den Worten von Herrn Nobis gar nicht so riesig viel hinzuzufügen. Aus der Sicht der Bundespartei kann ich sagen, wir sind schon stolz. Das war das 12. Antreten
zu einer Landtagswahl und zum 12. Mal sind wir reingekommen. Hier sicherlich, Herr Nobis hat das ja nun schon ausgeführt, unter schwierigsten Bedingungen überhaupt. Ich darf Sie nur bitten, das ernst zu nehmen, was da gesagt wird. Also wenn man uns da immer Zeit der Demokratiefeindlichkeit und dann ein Herr Stegner, dessen Mundwinkel gestern geradezu bis zum Boden reichten, das ist dann vielleicht die Quittung auch für solche Statements, sagt, man müsse das Personal der AfD attackieren, was zumindest ein mittelbarer Aufruf zur Gewalt ist, dann ist das keine Petitesse. Ich stelle mir für einen Moment vor, ein Vertreter meiner Partei würde so ein Statement twittern, dann wäre aber was los. Und unter diesen Umständen ist der Wahlkampf geführt worden. Ich habe das selber auch in Lübeck erlebt. Also die größte Gruppe, die da anwesend war, waren weder Gegendemonstranten noch Besucher unserer Veranstaltung, sondern die größte Gruppe waren Polizei. Ich habe die Autos gar nicht zählen können, die Polizisten schon gar nicht. Und das sind keine guten Bedingungen, unter denen man Wahlkampf führt. Es kommt hinzu, das will ich vielleicht auch sagen, dass auch die politischen Bedingungen im Kieler Landtagswahlkampf nicht ganz einfach waren. Dadurch, dass die SPD dort eine dezidiert linke Positionierung hatte, ich denke, das ist hier allgemein bekannt, hatte die CDU die Möglichkeit, anders als im Bund, sich davon auch abzusetzen. Und wie wir sehen, hat das der CDU offensichtlich genutzt, sodass also nicht der übliche Berliner Einheitsbrei, wie wir ihn kennen, großkoalitionär in Kiel zugegen war, sondern hier hatten wir zwei Parteien, die sich durchaus inhaltlich voneinander unterschieden. Und das hat offenkundig der CDU genutzt. Hinzu kommt, dass eine Partei wie die FDP noch genau zwei Personen hat, die überregional bekannt sind. Das ist Herr Kubicki und das ist Herr Lindner. Das sind genau die beiden Länder, in denen Landtagswahlen jetzt sind, weswegen die einen kurzen Hype bekommen werden. In allen anderen Ländern spielen hier praktisch keine Rolle mehr. Und die Grünen sind traditionell stark in Schleswig-Holstein, weil es einfach ein landwirtschaftlich geprägtes Flächenland ist. Es kommt hinzu, dass da noch mit dem Südschleswigschen Wählerverband eine weitere Partei ist, die zumindest als Alternative wahrgenommen werden kann. All das ist natürlich ein schweres Umfeld, in dem wir da Landtagswahlkampf zu betreiben hatten. Das verbunden mit den von Herrn Nobis schon hinreichend beleuchteten Schwierigkeiten führte dann dazu, dass wir es also unter sehr schweren Bedingungen gemacht haben. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr froh und auch ausgesprochen stolz darauf, dass das geklappt hat. Wenn wir den Ausblick wagen, das werden Sie sicherlich gleich auch noch fragen, auf die nächsten Wahlen, dann gehen wir davon aus, dass wir in Nordrhein-Westfalen um einiges besser abschneiden werden, als das jetzt gestern der Fall war. Und im Bund legen wir dann noch mal eine Schippe drauf. Diese Prognose sei gewagt. Ich möchte dann hier auch schon schließen und nicht zu lange mit dem Eingangsstatement machen, möchte aber nicht vergessen, Herrn Nobis und seinem Team ausdrücklich zu gratulieren für eine grandiose Wahlkampfarbeit, die jetzt auch belohnt wird durch den Einzug in den Landtag mit 4 Sitzen. Das ist eine tiefe Verneigung, unter diesen Umständen Wahlkampf zu machen, ist alles andere als einfach und Sie haben das hervorragend gemacht. Ein weiteres noch, manche von Ihnen wundern sich wahrscheinlich, dass Frauke Petry heute nicht hier ist. Frauke Petry hat heute Morgen abgesagt, es wurde schon erwähnt, aus gesundheitlichen Gründen. Sie wissen, dass Frauke Petry hochschwanger ist und deswegen, wenn man dann in der Endphase der Schwangerschaft ist, dann kann es schon mal sein, dass man aus diesen Gründen gesundheitlich verhindert ist. Da gibt es auch nichts rein zu spekulieren, das ist der einzige Grund. Und wir wünschen von der Stelle Frau Petry für die Geburt alles erdenklich Gute. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Jung beginnt. Herr Nobis, werden Sie Ihren Job als als Sachverständiger, nautisch-technischer Sachverständiger aufgeben, jetzt wo Sie im Landtag sind? Und Herr Gauland, sind Sie traurig, dass Marine Le Pen gestern verloren hat? Ja, also ich bin ja Mitgesellschafter der Firma und werde sicherlich da ganz begrenzt aktiv bleiben, zumindest, dass die Firma auch überleben kann. Aber natürlich wird meine Arbeitsleistung jetzt im Parlament benötigt. Und von daher stehe ich da voll zur Verfügung. Herr Gauland. Sie wissen, dass ich die Einmischerei in fremde Wahlkämpfe gar nicht mag. Ich habe es immer deutlich gesagt, wen die Franzosen gewählt haben, haben sie gewählt. Das haben wir zu akzeptieren. Und wir werden sehen, welche Politik Herr Macron betreibt. Ja. Wir sind in der Europapolitik Marine Le Pen näher, das ist völlig klar. Wir sind auch mit Markus Brezel und in der Fraktion im Europaparlament. Aber prinzipiell ist das, was die Franzosen in einer demokratischen Wahl entschieden haben, gut und richtig.
Zusatz? Eine Frage zum Bundestagswahlkampf. Wissen Sie schon, wer Ihr Wahlkampfmanager wird und wer die Werbeagentur sein soll? Wer mein Wahlkampfmanager ist? Der AfD für die Bundestagswahl. Wir haben ein Wahlkampfkampagnenteam, genau. Das der Bundesgeschäftsstelle angegliedert ist. Das arbeitet bereits. Insofern verstehe ich die Frage nicht ganz. Werbeagenturen, die mit anderen großen Parteien zusammenarbeiten, gibt es eine Werbeagentur, mit der Sie zusammenarbeiten werden? Das ist Sache des Kampagnenteams. Herr Sabelberg, welches Mikro ist es? Das? Ja? Das? Haben wir es immer noch nicht? Das müsste es jetzt aber sein. Jetzt geht's. Okay. Ich habe eine Frage für Frau Weidel, wenn Sie gestatten. Rob Sabelberg von der Holländischen Zeitung der Telegraph. Also Sie waren für Goldman Sachs, glaube ich, tätig und für Allianz Global Investors. Meine Frage ist, mit Blick auf die kleinen Leute, vielleicht auch in der AfD, was wollen Sie für diese kleinen Leute tun? Also Sie sind eher so Vertreterin vielleicht der Globalisierung und diese Leute, die haben vielleicht auch Bedarf, die negative Effekte der Globalisierung, dass man die vielleicht etwas abmildert. Also werden Sie vielleicht die Hartz-IV-Sätze etwas erhöhen wollen oder den Mindestlohn? Was wollen Sie machen, um diese kleinen Leute in der AfD zu helfen? Also zunächst einmal ist das recht klar auch in meinem Bundestagswahlprogramm und auch in meinem Wahlziel definiert. Es geht in erster Linie, wenn Sie von den kleinen Leuten, vom kleinen Mann sprechen, geht es um die Entlastung der Arbeitnehmer und der KMUs, der kleinen und mittleren Unternehmen. Und das machen Sie in erster Linie durch Steuerentlastung. Ja, die OECD bescheinigt Deutschland seit Jahren, dass der Faktor Arbeit zu hoch durch direkte Steuern, aber auch durch die Abgabenlast der Sozialversicherung belastet ist. Also dort haben wir auch recht klar definiert, dass die AfD als Steuervereinfachungs- und Steuersenkungspartei auch mit auftritt, durch einen vereinfachten, abgesenkten Stufentarif, aber auch vor allen Dingen die Familien zu entlasten durch ein Familiensplitting-Modell. Also die Erweiterung von einem Ehegattensplitting-Modell hin zu einem Familiensplitting-Modell, und zwar, dass der Einkommenssteuersatz proportional zur Anzahl der Kinder eben sinkt. Das ist Wahlprogramm und auch eines der Hauptthemen in der Finanz- und Steuerpolitik, die wir auch mit in den Wahlkampf einbringen müssen und auch wollen. Ein Zusatz, also warum sind Sie ausgerechnet dafür qualifiziert? Also, also ich verstehe, Sie haben gearbeitet für große Unternehmen, auch weltweit. Ich war aber Arbeitnehmer. Ja, ich zahle Steuern. Natürlich, aber richtig. Haben Sie da Erfahrung auch gemacht mit diesen Themen? Also so als Arbeitnehmer habe ich mit der Steuerlast Erfahrung gemacht, wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Wir müssen den Faktor Arbeit entlasten und vor allen Dingen auch, gut, dass Sie mich daran erinnern, die Entlastung von kleineren und mittleren Unternehmen. Das ist enorm wichtig. Dort fordern wir auch einen eklatanten Bürokratieabbau gegen Brüsseler Vorgaben, was eben verbunden ist auch mit unserem Wahlprogramm, den Rückbau der Europäischen Union, und zwar das supranationales Recht, also EU-Recht, nationales Recht auch bricht. Wir fordern in diesem Zusammenhang ganz klar, dass die Nationalstaaten wieder ein Vetorecht gegen Brüsseler Vorgaben eben auch haben und dementsprechend auch Bürokratieabbau direkt auch umsetzen können. Herr Köschner. Danke. Frage an Herrn Gauland. Herr Gauland, Sie haben ja immer das Wählerpotenzial der AfD deutlich zweistellig benannt. Jetzt sind die Landtagswahlen, die letzten, immer einstellig und zum ersten Mal gestern ein Wahlergebnis unter 6%. Das mag ja für die Bundestagswahl, die näher rückt, nicht motivierend sein. Meine Frage, was werden Sie denn jetzt tun, um da wieder in die Offensive zu kommen? Denn in letzter Zeit ging es ja nicht nur, was die Umfragen angeht, sondern eben auch, und darauf kommt es ja an, auf die Wahlergebnisse nach unten. Also ich glaube, wir haben schon eine Menge getan. Es ist völlig klar, dass
wenn sich in einer Partei Menschen streiten, dass die Wähler nicht besonders attraktiv finden. Diese Zeit ist zu Ende. Wir haben auf dem Parteitag in Köln nicht nur ein Wahlprogramm beschlossen, sondern sind uns auch sehr einig aufgetreten. Und das werden wir jetzt auch durchhalten. Aber nochmal, ich glaube, in beiden Fällen, sowohl im Saarland wie in Schleswig-Holstein, hat es Sondereinflüsse gegeben. Vielleicht stellen Sie mir die Frage noch mal am nächsten Montag. Da ist eine andere Situation. Herr Jessen. Frage an Herrn Meuthen. Herr Gauland hat eben gesagt, die AfD oder der AfD würde der Front National doch näher stehen als Macron. Wie passt das zu der Aussage, die Sie, Herr Meuthen, in diesem Raum gemacht haben, wo Sie sagten, mit der AfD oder die AfD hätte mit dem Front National als sozialistische Partei, die der sei, überhaupt nichts gemeinsam, also entweder näher oder überhaupt nichts gemeinsam. Und so gesehen sind Sie dann doch froh darüber, dass die Vorsitzende der Sozialistischen Partei in Frankreich gestern nicht gewonnen hat. Und ähnliche Frage an Herrn Nobis. Sie haben sich ja auch ebenfalls persönlich von Frau Le Pen distanziert gehabt. Also wissen Sie, es ist eine Frage, wo ist die Distanz größer? Und tatsächlich ist es so, dass, daraus habe ich auch nie einen Hehl gemacht, die Wahl Le Pens auch aus unserer Sicht suboptimal gewesen wäre, deswegen, weil wir nämlich mit dem Wirtschaftsprogramm des Front National nicht glücklich sind. Wenn ich mir indessen anschaue, für was Monsieur Macron steht, dann ist das Schuldenvergemeinschaftung, dann ist das more of the same von dem, was wir bereits haben. Dann ist das ein gemeinsamer europäischer Haushalt, dann ist das ein gemeinsames europäisches Finanzministerium. Kurzum, es ist ein Fortsetzen des von uns als grundfalsch angesehenen Weges einer kompletten Vergemeinschaftung hin zu Vereinigten Staaten von Europa. Das ist nun das Letzte, was wir wollen. Und insofern wäre es dann eine Frage gewesen nach dem geringeren Übel. Die habe ich der Frankfurter Allgemeinen auch schon am Freitag beantwortet. Ich hätte unter diesen gegebenen Umständen mit starkem Bauchgrimm Le Pen gewählt, um das deutlich zu sagen. Und zwar nicht aus einer großen Sympathie für das Programm des Front National, sondern weil das, wofür Herr Macron in seinen inhaltlichen Aussagen steht, ich noch weniger Sympathie habe, also die Distanz noch deutlich größer ist. Dessen ungeachtet pflichte ich aber Alexander Gauland völlig bei. Das ist eine Sache der Franzosen, wen sie wählen. Und egal, welches Wahlergebnis wir haben das zu respektieren. Und wir haben als Deutsche für Deutschland Politik zu machen. Das heißt, wir müssen unsere Interessen wahren und wir sind klug beraten, mit dem neuen französischen Präsidenten zu kooperieren. Wer auch immer Deutschland regiert, muss das in angemessener Weise tun. Das ist wichtig. Herr Nobis? Ja, viel gibt es in Worten gar nicht hinzuzufügen. Ich kann auch sagen, dass ich gestern getippt hatte, 65% Macron gestern Morgen, das war eine Punktlandung. Zu Frau Le Pen, also ich glaube, über 4 Millionen Wähler in Frankreich haben überhaupt nicht gewählt, weil sie gesagt haben, wir wollen uns gar nicht entscheiden. Wir sind weder für den einen Kandidaten noch für den anderen. Und ich will nicht sagen, wenn ich Franzose wäre, vielleicht wäre ich der Wahl auch ferngeblieben. Aber ich denke, wir sind EU-kritisch. Ich möchte aber auch nicht die EU verlassen. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass Frankreich die EU verlässt. Von daher hätte ich die Wahl von Le Pen auch für die falsche gehalten, aus meiner Sicht. Ich habe immer noch Hoffnung, dass man die EU von innen heraus reformieren kann. Ob uns das gelingt, das werden wir sehen. Aber der Reformbedarf ist auf jeden Fall da. Den, glaube ich, sieht hoffentlich jeder mittlerweile. Also nur, damit ich es richtig verstehe, Herr Meuthen, Sie hätten mit Bauchgrimm die Vorsitzende einer sozialistischen Partei gewählt, mit der Sie gar nichts gemeinsam haben. Herr Nobis, Sie hätten die Wahl Le Pens für falsch gehalten. Frau Weidel, wo stehen Sie denn da in diesem deutlichen Widerspruch? Haben Sie eine eigene Position oder gehören Sie zu einer von den beiden? Sollen wir von hinten anfangen oder? Gut, also meine Position ist eigentlich auch recht klar, was das anbelangt. Also
Erstmal ist die Wahl zwischen Macron und Le Pen, das muss ich auch ganz klar sagen, die Wahl zwischen einem geringeren Übel gewesen, was die Wirtschafts- und die Innenpolitik anbelangt. Wenn Sie sich mal die Fernsehdebatte zwischen den beiden angeschaut haben, ich habe es getan, da war doch meine eindeutige Feststellung, dass Frau Le Pen den Macron, was Innenpolitik und Wirtschaftspolitik anbelangt hat und Arbeitnehmerrechte, den Macron links überholt hat. Ja, das war ganz deutlich. Also der Front National hat eine ganz klare ultrasozialistische Handschrift. Das ist das eine gewesen. Das andere ist natürlich, was mir für Frankreich, aber allen voran für die EU und also für Deutschland als größter Nettozahler in der EU natürlich leid tut, ist die Wahl von Macron. Und zwar Macron steht ganz klar für immer mehr Umverteilung. Macron hat ja auch schon die allgemeine europäische Arbeitslosenversicherung eingefordert und eine vergemeinschaftete Bankenunion, also Macron, mit Macron an der Spitze, fährt Frankreich einen sehr stark EU-zentralistischen Kurs, den man eigentlich im Hinblick auf den Standortwettbewerb innerhalb der Europäischen Union nicht gutheißen kann. Und deswegen tue ich das auch nicht. Wenn ich vielleicht gerade noch ergänzen darf, weil Sie insinuieren so ein bisschen, als sei da ein Konflikt zwischen Herrn Nobis und mir. Ich finde, Herr Nobis hat das exemplarisch auf den Punkt gebracht. Was uns insbesondere interessiert, ist ja nicht französische Innenpolitik, das ist rein eine rein französische Angelegenheit, sondern es ist die Europapolitik der Franzosen. Und hier sind wir genau zwischen allen Stühlen, wenn wir uns die beiden Kandidaten anschauen. Herr Macron steht für immer mehr Zentralismus und Vereinigte Staaten von Europa. Das wollen wir nicht. Frau Le Pen steht mit dem Front National sehr stark für ein Verlassen der Europäischen Union. Dafür stehen wir auch nicht. Herr Nobis hat das gerade so exemplarisch richtig gesagt. Wir wollen die EU reformieren zu einer anderen Union. Beide Parteien und Kandidaten, respektive Kandidaten, weil Herr Macron keine Partei hat, stehen genau für das, was wir vertreten, nicht. Deswegen kann man es in gewisser Hinsicht dann auch als eine Art Äquidistanz mit Nuancierungen verstehen. Aber das ist unser Problem mit beiden, dass beide nicht für das stehen, was wir von der Europäischen Union wollen. Herr Pichter. Vielleicht bitte? Darf ich da noch eins anfügen. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt zu der Frage. Man hat einen sehr klaren Politikschwenk bei Frau Le Pen feststellen können. Und zwar auch in der Europapolitik und in der Euro-Frage. Urplötzlich hat ja Frau Le Pen den Euro für sich entdeckt. Also trotz allem kein EU- und kein Euro-Ausstieg, weil nämlich auch eine Frau Le Pen plötzlich weiß, wer nämlich die französischen Leistungsbilanzdefizite finanziert. Und zwar, das ist ganz klar, das ist Deutschland über die Tage-2-Saldierung, die bei uns als Tage-2-Forderungen innerhalb des europäischen Systems der Zentralbanken eben zu Buche schlagen und die monatlich steigen. Auch das hat sie die Wahl gekostet. Auch nochmal auf die Ursachenanalyse kommen. Herr Gauland, Sie haben das mit dem Streit erklärt, dass die Stimmergebnisse jetzt vielleicht nicht so hoch ausgefallen sind, wie zum Beispiel noch vor einem guten Jahr in Baden-Württemberg 15% in Sachsen-Anhalt. Ein bisschen lauter will ich das verstehen. Ich wollte nochmal zu den Ursachen kommen für das Wahlergebnis. In Baden-Württemberg hat die AfD 15% geholt, in Sachsen-Anhalt 25%. Taugt denn das Motiv oder taugt denn die Erklärung, dass das nur auf den Streit zurückgeführt werden kann in der Führung? Den gibt es ja schon viel länger. In letzter Zeit und müssten Sie nicht vielleicht auch thematisch etwas ändern, um Ihr Wahlergebnis zu verbessern? Fängt Herr Gauland an. Also das Problem sehe ich nicht. Nochmal, ja, wir hatten in einigen Ländern noch höhere Ergebnisse, da haben Sie völlig recht. Das hängt an vielen Umständen der Politik, das ist völlig klar. Ich kann auch argumentieren, da die Menschen heute übers Mittelmeer kommen und sind die Bilder aus dem Fernsehen verschwunden. Und das ist für manche Menschen eine Entscheidung zu sagen, wir brauchen offensichtlich nicht so viel AfD. Leider ist das so. Ich glaube nur nicht, dass die Menschen recht haben, denn umgedreht erlebe ich jetzt in Wahlkundgebungen überall, dass die Probleme jetzt angekommen sind. Dass mir Menschen sagen, ich mag früh gar nicht mehr die U-Bahn steigen, da gibt es nur noch Menschen mit Kopftüchern. Dass plötzlich die Islamfrage tatsächlich in den Schulen eine Rolle spielt, dass sie im Unterricht angekommen ist. Das ist aber, das will ich Ihnen gern zugeben, nicht so sichtbar in den Fernsehnachrichten.
Ich fürchte, wir werden im Sommer wieder Fernsehnachrichten über das Mittelmeer bekommen. Denn das ist weiter eine Zahl, die ich jetzt nicht benennen will, von Flüchtlingen gibt, die versuchen, über Libyen und über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, ist klar, das Thema wird uns nicht verlassen. Und deswegen habe ich gar keine Sorge, dass uns diese Themen verlassen. Wir wissen auch heute nicht, was im Sommer wirklich eine Rolle spielt. Wenn Italien plötzlich Probleme hat mit seinen Banken, sieht das wieder ganz anders aus. Und ich will mir auch nicht vorstellen, wenn es irgend noch terroristische Anschläge irgendwo in Europa gibt. Das, ja, das ist immer so bei Wahlen. Letztlich werden Wahlen von den letzten 4 Wochen vorher bestimmt, weil dann die Menschen sich überlegen, was bedrückt mich denn jetzt am meisten? Und wie das im Juli oder August aussieht, das können wir heute nicht wissen. Und im Moment, will ich gern zugeben, bedrückt die Menschen anderes. Typisch das in Schleswig-Holstein, lokale Themen, also regionale Themen, Straßenbau, Infrastruktur, Schule eine Rolle gespielt haben. Das kann sich jederzeit ändern. Und das hat jetzt keinen Zweck, irgendwelche Voraussagen zu treffen. Wir sind sehr breit aufgestellt. Unser Wahlprogramm enthält ja nun nicht nur Ablehnung der Euro-Rettung und Ablehnung der Flüchtlingspolitik, sondern enthält eine Menge Themen, die Sie aufrufen können. Aber ich weiß auch, dass Menschen Programme nicht lesen, sondern auf bestimmte Punkte setzen. Und da sind wir die Partei, die gegen die Etablierten ist. Wir sind die populistische Partei, da bin ich auch stolz darauf. Und wir sind die Oppositionspartei. Das heißt, wenn die anderen etwas vertreten, sind wir meistens zu Recht dagegen. Und das müssen wir ganz deutlich ins Bewusstsein der wählenden Bevölkerung bringen, dass wir dagegen sind. Louis? Also, ja, ich möchte das noch ergänzen für Schleswig-Holstein, weil Sie ja fragten, warum das Ergebnis jetzt nur knapp 6% sind. Das liegt natürlich in der Spezifik von Schleswig-Holstein begründet. Wir hatten die Küstenkoalition aus SPD, Grünen, SSW. Und es war eine Wechselstimmung im Land, die war ganz deutlich. Die Küstenkoalition hat uns gerade bildungsmäßig vor die Wand gefahren. In vielen Bereichen hatte Schleswig-Holstein die rote Laterne, Platz 16 im Bildungsmonitor 2016. Und wenn Sie dann Regierungswechsel wollten, dann mussten Sie ja im Prinzip CDU oder FDP wählen. Denn jede Stimme für die AfD war eine ganz klare Stimme für eine Oppositionspartei. Und da alle Parteien eine Zusammenarbeit mit uns schon von vornherein kategorisch ausgeschlossen hatten, mussten Sie, wenn Sie also strategisch wählen wollten, um einen Regierungswechsel herbeizuführen, mussten Sie entweder CDU wählen. Und wenn Sie das nicht wollten, aufgrund, dann ist man eben zur FDP gegangen. Und da konnten wir nicht so punkten. All diese Punkte werden für die Bundestagswahl auch in Schleswig-Holstein nicht mehr gelten, sodass ich überzeugt davon bin, dass wir auch in Schleswig-Holstein im September deutlich stärker sein werden als nur 6%. Herr Jung? Ich wollte mal zu dem Familienbild der AfD kommen. Die AfD kämpft ja für ein sogenanntes traditionelles Familienbild aus Mutter, Vater, Kind. Frau Weidel, könnten Sie uns einfach mal erklären, wie das, Sie leben nicht in so einem traditionellen Familienbild. Wie ist das mit Ihnen selbst als Spitzenkandidatin vereinbar? Also zunächst einmal ist das auch Programm der CDU. Ja, ich weiß nicht, ob Sie auch einen CDU-Politiker danach fragen, beispielsweise Herrn Spahn. Ich glaube dann schon. Ja, da unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Und es ist auch expliziert, dass wir den gesetzlichen Status quo eben beibehalten wollen. Und da ist eigentlich die eingetragene Lebenspartnerschaft fester Bestandteil. Und mehr gibt es dazu eigentlich überhaupt gar nicht zu sagen. Vielleicht noch ein Punkt dazu, meine Kandidatur, aber auch Wahl. Es ist ja jetzt nicht nur im Spitzenteam, sondern ich wurde ja vorher letztes Jahr im November in einem sehr konservativen Baden-Württemberg auch als Spitzenkandidatin gewählt von einer breiten Mitgliedschaft. Da sieht man eben auch ganz deutlich, dass die AfD entgegen des öffentlichen Zerrbildes sehr wohl eine sehr tolerante Partei ist und das eben auch mit akzeptiert. Herr Tujala. Moment. Bitte.
Ja, soweit die Pressekonferenz der AfD nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Nächste Woche erhofft sie sicher ein besseres Ergebnis als die 5,9%, die sie gestern im Land zwischen den beiden Meeren erreicht hat. Und die Bundestagswahl hat sie natürlich auch noch im Auge. Das war am Schluss Alice Weidel, eine der beiden Spitzenkandidatinnen für die Bundestagswahl. Der andere ist ja Alexander Gauland und der war auf dem Podium ja auch vertreten. Soweit zunächst mal hier von der AfD und zurück ins Phoenix-Studio nach Bonn.